So, damit erstmal herzlich willkommen zurück zum Eurotrack Simulator 2. Heute machen wir die letzte Tour mit dem Pink Ribbon Charity Event Wagen. Jo, da fangen wir natürlich gleich in England an. Jetzt ja zuletzt einmal gekauft hier eine Garage. Danach fahren wir dann noch mal in eine andere Tour und kaufen uns noch mal woanders eine Garage, dass ich wieder mein LKW in der Firmenfarbgebung wieder habe.
Dänemark hatten noch keine Garage. Dann fahren wir, glaube ich, am besten nach Dänemark. Leider selbst die Farbe hier nicht wählen, das hätte man vielleicht wie bei den Einnehmern machen können. Ich glaube, da konnte man das wählen, wenn man bei den normalen Fahrten geguckt hat, konnte man hier mal einstellen, ob man einen anderen LKW hatte. Da hätte man vielleicht auch sowas mit der Farbgebung machen können. Naja, gut, schade. Vielleicht beim nächsten Mal, wenn sie wieder so ein Event machen. Zeit zu gehen. Ja, jetzt wird's lustig. Also von der linken Seite bin ich jetzt sonst, glaube ich, noch gar nicht gefahren. Rechts meine ich, Lenkrad rechts. Biege nach links ab. Und schon wieder fast vergessen, wir müssen hier links fahren. England. Wenn wir nachher hier aus England weg sind. Also ich muss sagen, das ist echt gewöhnungsbedürftig, der Lenkrad auf der rechten Seite. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Da bin ich ja mal gespannt, wie das wird, die Fahrt hier. Links halten und dann links abbiegen. Hier endet es. Biege nach links ab. Hier endet es nicht, hier fängt es an. So, dann mal gucken. Fertig zum Losfahren. Noch ein bisschen weiter nach links rüber.
biege nach rechts ab. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Mensch, hier so viel Falschfahrer auf den Straßen hier, typisch. Ich wollte gerade sagen, Schwarzfahrer. Nee. Immer geradeaus. Auf dem Auto, in Autos schwarz fahren ist schwierig. Der eine echt über 55.000 Euro für Dienst gemacht. Demnächst rechts abbiegen. Demnächst, okay. Biege nach rechts ab. Immer geradeaus.
Ups, wo bin ich denn dagegen gefahren? Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Der ist jetzt hier links vor rechts. Da steht eigentlich kein Schild, aber okay.
das ist ja auch komisch hier. Der fährt hier nicht, Mensch. Oh, kann man da überholen? Nein, natürlich nicht. Ich lasse es wieder drauf ankommen im Schlafen. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab.
Immer geradeaus. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Bitte links halten. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Neue Route finden. Neu berechnen.
Immer geradeaus und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Biege nach links ab. Immer geradeaus. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Immer geradeaus. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Immer geradeaus.
Links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Bitte rechts halten. Nimm die Ausfahrt rechts. Moin Mavarik, ja, ich fahre wieder LKW. Ich habe heute erstmal das letzte Mal für etwas länger. Das ist jetzt nur für dieses Ribbon-Event, dass ich das mal durchkriege hier. Biege nach links ab. Wollte nicht so alleine fahren, da dachte ich, da kann ich das auch im Stream machen. Das ist einfacher. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Demnächst rechts abbiegen. Hast du verpasst, wo ich jetzt in England kurz gefahren bin? Biege hier nach rechts ab. Lenkrad hier. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Es ist vorbei.
Na toll. Stimmt, englischer LKW war auf der anderen Seite. Jetzt habe ich zumindest den letzten Auftrag hier auch mal geschafft. Gott sei Dank. Eigentlich ist er noch nicht bei dem befreundet, deswegen kann er es nicht sehen, denke ich mal. So, haben wir das beendet. Gott sei Dank. Europäischen Truck haben. Also das ist mir ein bisschen zu schwierig hier mit dem mit diesen englischen Trucks, da bin ich ein bisschen auf Kriegsfuß, muss ich sagen. So, zwei in Dänemark gekauft. Welches ist denn die Hauptstadt von Litauen? Das weiß ich gar nicht. Muss ich mir später noch mal angucken, damit ich mir noch mal die Hauptstadt gerade hier. Ich glaube, Österreich war es Wien, nicht wahr? Gekauft hier. In Norwegen habe ich auch noch keine. So, erstmal die nächste Garage füllen. Scania hatten wir letztens auch schon. Tja, eigentlich eher Volvo, aber immerhin. Ja,
So, dann mache ich nochmal Kopenhagen voll mit Volvo erstmal. Dann ist das Geld auch bald wieder weg. Was brauchen wir noch? Waggons, hätte ich spannender gesagt. Trailer brauchen wir, Auflieger, genau. Bodensee hat 2 und Kopenhagen. Boxliner, Flachbett. Ja, dann brauche ich hier noch den gekühlten. Okay, habe ich das Unsee richtig in Erinnerung? Gut.
schon selber reden. So, Standort ändern. Wir wollen jetzt nach Odensee. So, nehmen wir erstmal einen großen Schwertransport hier. Muss mal suchen, wo ist denn die Dame, die noch übrig war? Sag mal, bin ich blind oder ist das jetzt schon wieder weg, die Dame von gestern? Ah, kann doch nicht wahr sein. Ach, da ist sie. Passt ja, dann haben wir das. Boris, nehmen wir Boris hier auch rein. Hinek oder Hinek oder wie soll er heißen hier? So, jetzt sieht man das ganze Geld schon was wieder weg hier. 6 Millionen ausgegeben. Hey, yes.
So, wo fahren wir denn jetzt noch einmal hin? Gut wäre irgendwo hier runter nach Olbia oder Sassari, Kali, was? Kaglial oder ach, keine Ahnung. Ja, aber wir hätten jetzt mal richtig hier. Das kann man aber nehmen. Das ist doch mal so richtige Breite hier. Das können wir machen. Fahrt vorsichtig. Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Ja, muss mal bei mir gucken. Ich glaube, du kannst das sehen, welche Freunde ich habe. Und dann könntest du Biege sie auch finden. Biege nach links ab. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. So, dann können wir mal als letztes nochmal einen richtigen Schwertransport machen. Hier nicht wie das letzte Mal, das war so ein halber kleiner. Aber das sieht schon nach etwas besseren, größeren Schwertransporter aus. Immer geradeaus. Biege nach links ab. Wir sind fertig. So, Schwertransport, hier haben wir ihn. Das können wir schon. Los! Ja, das sieht doch mal lustig aus, ein Schwertransport. Schon eingebunden, er will noch, dass man ihn runter macht. Okay.
Dann probieren wir das mal mit Fahren hier. Machen wir unser gelbes Rundumleuchte mal an. Ja, manchmal hilft es auch den Motor erstmal zu starten. Nicht nur die Lampe anzumachen. Nein, nein. Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. So, das. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Oh, die sind ja so eng hier. Steht der so an der Leitplanke. Das war dann jetzt aber eine kurze Fahrt. Der denn da rumgekommen hier? Ist ja geil. So, mit ein bisschen wegglitschen hat es dann doch geklappt, ja.
ein bisschen mehr Abstand lassen. Rechts halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus.
Wetter. Ich hoffe, die haben es immer schön gemessen hier mit den Brücken. Ist auch überall drunter durchpassen hier. Eieieiei. Immer geradeaus. Zumindest ein Pferd war da auf dem Feldweg am Stehen. Gar nicht, ob ihr das gesehen habt gerade. Ist ja auch nicht schlecht, habe ich noch nicht so gesehen. Immer geradeaus. Aber schon, das dauert schon ein bisschen länger, so ein
eine Fahrt mit einem Schwertransport, weil wir hier nur mit 60 rumgurken dürfen. Immer geradeaus. Uiuiui, Mensch, dass wir dann nachher wieder schön, wenn wir bei der Ausfahrt sind, so wie eben. Da muss man ganz schön, da muss ich mal wieder ein bisschen mein Nicht-Können, mein Können unter Beweis stellen. Immer geradeaus. Typisch große LKWs wollen hier noch einen größeren LKW mit noch einer breiteren Ladung überholen. Das ist natürlich gut. Fährt er da nicht hinter uns mit Anzeige? Immer LKW geradeaus. Überholen verbuchen. So, meine Güte, hier, da ist ganz schön eng hier im Tunnel. Da müsste eigentlich der andere Wagen hinten in der Mitte fahren, damit keiner überholt hier. Immer geradeaus.
So, noch 25 Kilometer. Sind wir bald bei der Ausfahrt wahrscheinlich. Ja, dieses Video kommt dann am 7. Oktober wahrscheinlich online auf YouTube. Wir haben noch nicht mal eine Ausfahrt. Ist auch gut. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Das ist das Schöne an Schwertransport, man darf über rote Ampeln fahren. Da können wir unsere Befehltaste drücken hier. Der Wagen zwingt die Autos jetzt ein bisschen links weiterzufahren. Beziehungsweise von uns gesehen rechts dann. Also von ihm aus gesehen. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Hier endet es. Ja, das ist schön, aber sollen wir jetzt echt da rechts runter? Oh, das ist klasse. Das ist echt heftig. Was soll mir ihr denn zeigen hier? Hat der Fotos oder was hier? Hallo? Noch nicht richtig stehen, noch nicht. Das mit den Echsen nervt so ein bisschen.
Irgendwas habe ich im Errungenschaft freigeschaltet. Keine Ahnung, was das war. Aber wir haben jetzt noch unseren Schwertransport sozusagen nachgeholt. Und dann nächstes Mal gucken wir mal, was wir da fahren. Ja, ich dachte, wir sollten, glaube ich, das nächste Mal irgendwelche Dinge erkunden hier, wie hier oben die restlichen. Da könnten wir da auch, ich glaube, da können wir mal oben hier irgendwo auch eine Garage. Habe ich da nicht irgendwo eine gekauft? Ich glaube schon, geklaut würde ich gerade sagen. Nein, aber wir haben hier, glaube ich, in. Wie heißt denn die? Ist nicht unsere, oder? Auf jeden Fall haben wir irgendwo hier eine gekauft und da können wir dann eine neue LKW reinstellen. Dann fahren wir hier mal ein paar Frachten noch irgendwo hier durch den Baltik. Dann versuchen wir alle Orte einmal mitzunehmen hier. So, mal sehen, ob ich nachher heute Abend nochmal Trains in World oder Train Simulator streame. Schauen wir mal, wie ich da Zeit finde. Fahren kann. Ich bin mal gespannt. Bis dann erstmal. Und einen schönen Samstag sonst noch und einen schönen Sonntag. Muss ich mal gucken, wann streamst du? Kann ich dann ja mal gucken, dass ich da vielleicht vorbeischaue einmal. Bis dann erstmal und tschüss.